Na, der ein oder andere hat sicherlich Wind bekommen von Alines präferierten Methodiken im Umgang mit Kritik. Wir hätten da falsch, Lüge wiederholt gegen Kamera zu blöken, wir hätten den rabiaten Umgangston oder aber die Bedrohung. Diese erfolgt auf verschiedenste Arten, von einem "Du wirst mich noch kennenlernen" bis hin zu einem "Dich werde ich zerstören" oder eine Drohung wie in Payback 6 beschrieben. Ihre prominenteste Art allerdings, mit Kritik umzugehen, ist das juristische Säbelgerassel. So hat mir Aline im Laufe unseres Beefs, falls man es so nennen mag, ja, so gut 10-mal mit dem Anwalt gedroht und kein Scherz, mich 9-mal angezeigt. 9-mal. Von dem mich übrigens bis dato nicht eine einzige auch nur irgendwie angekratzt hat. Die Ermittlungen wurden, wie es scheint, jedes Mal, bevor ich auch nur vernommen wurde, wieder fallen gelassen, was durchaus nachvollziehbar ist, da ich ja mein Bestes gebe, juristisch gesehen sauber zu bleiben und immer alles schön mit Beweisen untermauere. Letzteres, die Beweise, werden von ihr ganz im Zeichen der Ankündigungslinie in so gut wie jedem Szenario versprochen und ach, wie handfest und sicher die doch immer sind. Von diesen Beweisen haben wir allerdings bis heute nichts zu sehen bekommen. Das soll ihr noch zum Verhängnis werden. Vor kurzem hat sie etwas sehr Interessantes von sich gegeben, indem sie stolz wie Bolle angibt, mich erwischt zu haben. Ich sei doch der Hacker und ich habe sie geswattet, ich habe Essensbestellungen veranlasst. Damit und mit anderen Aussagen hat sie mir teilweise wirklich schwere Straftaten unterstellt, was durchaus dazu geeignet ist, mich in der öffentlichen Meinung verächtlich zu machen. Bevor das Argument aufkommt, Aline hat sehr wohl sehr viele Leute, die ihr wohlgesonnen sind und das wirklich nicht zu knapp. Im sechsstelligen Bereich. So konnte sie zum Beispiel auf ihrem TikTok-Account einen riesigen Hype generieren, wo die vorherrschende Meinung vertreten war, dass sie sich jetzt geändert habe und auf einmal doch wieder ganz, ganz doll sympathisch ist. Bevor wir weitermachen, darf ich euch ein wirklich wunderbares Spiel vorstellen. Das ist nicht nur wunderbar, sondern auch das Rollenspiel, welches den Game Award für das beste Spiel 2021 und einige weitere Auszeichnungen bekommen hat. Na, wer errät es? Das Open-World-Spiel Genshin Impact. In Genshin Impact erkundet ihr mit eurer Reisebegleiterin Paimon die wundervolle Welt von Teyvat im grandiosen Anime-Stil. Genshin Impact ist wohl das Vorzeigespiel, das auch vehemente Free-to-Play-Spiele-Kritiker glücklich macht. Abgesehen davon ist dieses Spiel enorm lebendig und hat eine wirklich aktive Community. So wurde das Spiel 2020 und 2021 zum meist getweeteten Game überhaupt. Aktive Playerbasen sind in meinen Augen unfassbar wichtig und das ist hier wirklich komplett gegeben. Ihr könnt zahlreiche spannende Missionen oder wie Red es sagen würde, Quests erledigen, je nach Belieben im Singleplayer oder mit bis zu 4 Spielern gleichzeitig. Natürlich ist Genshin Impact Crossplay unterstützt, das heißt, ihr könnt auf der PlayStation 4 oder auch 5, wer auch immer so ein Ding hat, sowie auf iOS, Android oder auch dem PC spielen und das gemeinsam mit plattformübergreifender Accountverfügbarkeit. Die Version 3.0 liefert wie immer, wenn Genshin Impact ein Update rausbringt, fantastisch neuen Content. Und das nicht zu knapp. Verfügbar sind mit dem 3.0er-Update eine komplett neue Region, die den Namen Sumeru trägt, ein neues Element, Dendro, und wie kann es auch anders sein, neue Charaktere. Wie zum Beispiel Kolai, Dora und Tignari. Ihr könnt neue Waffen und Artefakte sammeln und natürlich auch an den brandneuen Events teilnehmen. Aber wie ich euch kenne, erkunden bereits viele von euch diese ganzen Neuheiten, die es jetzt in Genshin Impact gibt, während ihr das hier hört. Also ab in die wundervolle Welt von Genshin Impact. Mit dem Link ganz oben in der Videobeschreibung, der allererste, könnt ihr euch Genshin Impact kostenlos für PlayStation, PC, iOS oder Android runterladen. Unbedingt den hier eingeblendeten Code verwenden, damit euch die von Genshin Impact und mir zur Verfügung gestellten Belohnungen nicht entgehen. Wie gesagt, ist das Unterstellen von schweren Straftaten und euphemistisch ausgedrückt unschönem Verhalten strafbar und entspricht juristisch gesehen der üblen Nachrede. In ihrem Fall ist es aber sogar noch schlimmer. Sie weiß, dass ihre Behauptungen unwahr sind, was ich sogar beweisen kann, und stellt diese trotzdem als wahre Tatsachenbehauptung auf. Da ich ebenfalls oft angezeigt und natürlich auch oft mit Abmahnung bedroht wurde, dachte ich mir einfach mal, den Spieß wirst du jetzt umdrehen. Ich, dein bester Freund Just Nero, oder auch Robin, wie du mich so gerne nennst, du bist ja ganz stolz, meinen Namen zu kennen, gehe jetzt ebenfalls auf dem Rechtsweg gegen dich vor. Wie hart ich gegen sie vorgehe, was genau ich mache und dass sie im Zuge dieses Rechtsstreits unfassbar katastrophale Fehler begangen hat, um nicht zu sagen, die schlimmstmöglichen, die so schwerwiegen, dass das Ganze wirklich heftige Konsequenzen für sie haben könnte oder eher haben wird, erfahrt ihr im Laufe dieses Videos. Die Zeit des Kirschepflückens ist vorbei, Aline. Vorab sei gesagt,
Die Dinge, die eigentlich im zweiten Part von Payback 8 kritisiert worden wären, sind mittlerweile völlig obsolet geworden, weil diese bereits in einem anderen Video Thema wurden. Sind also durchgekaut und ich sehe den Sinn nicht, da nochmal drauf rumzureiten. Dann schauen wir mal rein in dieses dilettantische Nonsensgebrabbel, welches in der Alinschen Denkweise für Sitte und Gutdünken gehalten wird. Die erste Story ihrerseits stellt folgende Behauptung auf. Jud Nerzo ist der Hacker, der alles öffentlich gemacht hat. Essen über Essen bestellt hat. Ein Polizeieinsatz nach den einem, nach dem, meine Güte, anderen anonym geschickt hat. Ja, wenn ich das anonym gemacht habe, wie, woher, ach, egal, wir ignorieren kleinere Logiklöcher einfach. Sonst kommen wir hier wirklich nicht mehr zu Potte. So langsam sind wir dir auf die Spur gekommen. Robin oder lieber Nero, Ausrufezeichen. Ich krieg das Kotzen bei dieser Interpunktion. Hast du die Ausrufezeichen in eine abgesägte Schrotflinte geladen, dich 30 mal pirouettenmäßig wie ein Beyblade um die eigene Achse gedreht und anschließend versucht die Interpunktionspatronen auf 50 Meter Entfernung in den Textblock, den du da zusammengewuselt und gewergelt hast, zu feuern? So sieht das nämlich aus, Aline. So viel zum Thema nicht an Kleinigkeiten aufhalten, ne? Zieh dich warm an. Bei 40 Grad im Schatten. Das ist eine gute Idee. Liebe Grüße nach Weimar. Oh, Aline denkt, sie hat meinen Wohnort spitz bekommen. Und danke für die drei Jungs, die du heute geschickt hast. Diese Wall of Anschuldigungen ist zu 99% bewusst gelogen. Mein Name, der war richtig. Da hatte sie recht. Das gilt schon mal positiv hervorzuheben, da die Dame ja dazu tendiert, Namen absichtlich falsch auszusprechen. Der Grund, warum ich mich diesen Lügen noch nicht Full Disclosure gewidmet und in alle Einzelteile zerlegt habe, ist, dass sie diese Lügen mehrfach im Verlaufe des Videos wiederholt. Wir hatten heute tatsächlich, heute früh schon wieder Besuch, da der Hacker, der liebe Robin, der liebe Just Nero aus Weimar, wo er ja auch wohnt. Das ist wieder ganz typisch für Aline. Sie denkt, sie habe höchst brisante Informationen, hier mein Wohnort über mich gesammelt, dann muss das natürlich auch gleich in Alinscher Manier der Öffentlichkeit präsentiert werden. Denn wenn Aline was hat, seid euch gewiss, es wird der Öffentlichkeit stolz wie Bolle präsentiert. Ob diese Informationen richtig sind, spielt dabei primär erstmal keine Rolle. Hauptsache, es macht den Anschein, es wäre so. Ich kenne übrigens die Konklusion, die sie da gezogen hat. Gedankengänge, die wirklich was ganz, ganz Besonderes sind. Der Grund, warum sie auf den Trichter gekommen ist, dass ich aus Weimar komme, ist nämlich folgender, den sie ebenfalls, ich glaube, später zum Besten gegeben hat. Sie wurde von drei Leuten besucht. Diese drei Leute kamen angeblich aus Weimar. Doch jetzt kommt es, die Puzzleteile, die haben sich zusammengesetzt. Die Energie des dadurch entstandenen glühenden Aluhuts reicht aus, um ganz Weimar 3 Jahre mit Energie zu versorgen. Meine Freundin hat sich mal vor einem Jahr in Weimar tätowieren lassen. Und da die Typen angeblich aus Weimar kommen, ja, folglich, komme ich aus Weimar? Case closed. Ich meine Freundin hat sich vor einem Jahr tätowieren lassen. Ist ja ganz klar. Das hat sie selber so gesagt. Und das hält sie für richtig. Du kannst es dir nicht ausklügeln. Die Äußerung ist halt wirklich über alle Maßen belächelbar, weil sie mich anscheinend für El Chapo hält, ne, der seine Bande da vorbeigeschickt hat. Leute hergeschickt haben, die wieder an der Klingel unsere Namen fotografieren sollten. Uns ist das ja aufgefallen, weil wir ja kameraüberwacht sind. Ja, aber was genau soll mir das bringen? Ich habe deine Adresse. Warum sollte ich das tun? Solltest du ja mittlerweile auch schon wegen dem schönen Einschreiben, welches du bekommen hast, wissen, oder? Jetzt mal ernsthaft, warum erzählt sie das? Was denkt sie, soll der Sinn und der Zweck dahinter sein? Ich checke es so überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz ist das Ganze eine bewusste, falsche Tatsachenbehauptung. Und ich möchte mal ganz kurz bei dem lieben Robin bedanken, dass du mir aus Weimar, aus deiner Stadt, heute drei Gestalten geschickt hast, die meinen Briefkasten wieder fotografieren. Wir sind ja so langsam auf die Schliche gekommen. Ja, Aline, du bist da wirklich was ganz, ganz Großes auf der Spur. Bald hast du mich. Seht ihr jetzt auch, was ich damit meine, in welcher Vermessenheit sie ihr geheimes Wissen präsentiert? Soll mir das irgendwie Angst machen? Denkst du, durch dieses Aufplusterungsgebären schüchterst du mich ein? Du wirst mich nicht zerstören. Das machst du ja selber zuverlässig wie ein Uhrwerk. Es folgt ein Ausschnitt, in dem sie Leute verfolgt hat. Die sind halt bei ihr aufgeschlagen und wurden dann von ihr als Gestalten beleidigt, während sie ohne Erlaubnis gefilmt hat und das ins Internet überträgt. Gewisse Parallelen sind einfach nicht von der Hand zu weisen. Also das ist jetzt nur ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt von den zwei oder drei Herrschaften, die da heute da waren. Diejenigen haben heute Hausfriedensbruch begangen, haben bei uns geklingelt. Ach so, bei jemandem zu klingeln ist seit neuestem also Hausfriedensbruch. Das erklärt auch, warum ich immer diesen Zettel im Briefkasten habe, der mir das Märchen von Du warst nicht da, als wir geklingelt haben, erzählt, wenn ich auf Pakete warte.
Tja, den Witz habe ich mir ehrenlos ergaunert. Was willst du machen? Die wollten vor uns flüchten, wir haben die Polizei gerufen. Kam es heute zum Polizeieinsatz. Die Polizei hat natürlich alles vermerkt, hat den Fall aufgenommen. Und so langsam kann man eins und eins zusammenzählen. Jetzt mal ernsthaft? Direkt, weil einer geklingelt hat, die Polizei herbeizutelefonieren? Ich weiß ja nicht. Jedoch weiß ich hier wieder ganz genau, woran mich das erinnert. Oder eher an wen. Robin, und jetzt mal eine Frage an dich. Wann hörst du denn endlich auf? Habe ich mich bei dir auch schon des Öfteren gefragt. Reicht das schon zu, dass du auf YouTube so viel Geld auf meinen Nacken gemacht hast mit Unwahrheiten, dass ich irgendeine Krebskranke verarscht haben soll? Polizeilich haben wir da jetzt auch die Beweise vorliegen, dass ich unschuldig bin. Sie wird nicht müde zu behaupten, dass ich ihr bewussten Scam unterstellt habe, oder? Naja, ich habe das jetzt mittlerweile schon dreimal relativ ausführlich widerlegt. Und irgendwie hat es auch jeder geschnallt außer dir. Wenn du deine Anhängerschaft halt gerne mit roten Heringen fütterst und Strohmänner aufstellst, um dich erhaben zu fühlen, weil du gegen diese anargumentieren kannst, wenn das gut für dich ist, so, okay, man kann sich halt auch in eine Live-Diskussion mit mir setzen, aber das möchtest du ja anscheinend nicht. Ich verstehe gar nicht, warum. Du weißt, glaube ich, ganz genau, dass ich das nie behauptet habe. Ist es dir nicht unangenehm, dass jeder ganz genau weiß, wie morsch der letzte Leitersproß ist, auf dem du denkst, sicher zu stehen? Deswegen gehe ich ja jetzt auch gerichtlich gegen dich vor. Also ich gehe gegen dich gerichtlich vor. Das Verfahren wurde ja eingestellt. Acelia hat ja auch ausgesagt, dass ich sie nicht verarscht habe, ja. Wurde eingestellt, dein Betrug. Du hast mich ja auch angezeigt. Anonym, ne? Hier unterstellt sie mir Paragraf 263 StGB Betrug. Sogar gewerblich, damit bis zu 5 Jahren bestraft werden kann. Das ist die erste Unterstellung einer Straftat, beziehungsweise je nach Härte, eines Verbrechens, was eventuell unter Paragraf 164 fallen könnte und möglicherweise den Tatbestand der falschen Verdächtigung erfüllt. Allerdings war mir der Punkt im Vergleich zu den Kloppern, die sie sonst noch rausgehauen hat, einfach zu dünn, weswegen ich das spezifisch nicht habe abmahnen lassen. Und dass ich dich angezeigt habe, ist auch gelogen. Bis dato hatte ich dich noch nicht angezeigt. Wiederum finde ich es da dann auch sehr, sehr amüsant, dass du meinem Anwalt als Erste schreibst, dass auf Telegram wieder die E-Mail-Verkehre zwischen mir und meinem Anwalt zu sehen sind, dass er sich doch bitte in Acht nehmen sollte vor mir. Ja, auch wenn man dem gegnerischen Anwalt eigentlich nicht schreibt, weil man sich damit nicht wirklich hilft, war das nur ein gut gemeintes Aufmerksammachen von mir. Ich weiß ja, dass ich mir nichts zu Schulden kommen lassen habe, deswegen kann ich da auch mal was Positives tun. Das hat ja nichts mit dir zu tun. Ganz im Gegensatz dazu, jeder, der mit dir auch nur in irgendeiner Art und Weise positiv interagiert, bereut das hinterher meistens, ne, weil du anfängst, irgendeinen Bockmist zu verzapfen. Das ist mittlerweile echt häufig vorgekommen. Das war's aber noch nicht. Sie unterstellt mir hier nämlich eine bösartige Intention. Also dann merkt man mal, dass du so langsam eins und eins nicht mehr zusammenzählen kannst, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist derjenige, der den Verlauf gekriegt hat. Als einzigste Person, da habe ich dir wirklich eine Falle gestellt. Ich habe nur dir den E-Mail-Verkehr geschickt per Instagram. Eine wirklich tolle Falle hast du da gestellt. Allerdings war die halt einfach nicht scharf. Und du hast es trotzdem irgendwie geschafft, selber reinzulatschen und die bei dir auszulösen. Und weißt du auch warum? Ich habe den Verlauf nämlich nicht zuerst von dir gesehen, den du mir per Instagram DM geschickt hast. Du kannst übrigens aufhören, mir zu schreiben. Ich lese mir das meistens nicht durch. Und antworten werde ich dir sowieso nicht. Außer du willst dich mit mir in Live-Diskussion begeben. Warum schickt man unautorisiert, trotz Hinweis, dass der E-Mail-Verkehr nicht weitergeleitet werden darf, das an jemanden, gegen den du vorgehen möchtest? Also da fehlen einem die Worte, wie nicht schlau das war. Was soll diese Lüge denn überhaupt? Denkst du, ich stehe nicht mit den Leuten in Kontakt, denen du das ebenfalls geschickt hast? Unter anderem an Da Vinci. Du weißt, dass wir etwas miteinander zu tun haben. Oh, du machst dich so lächerlich. Oh mein Gott. Ich kann das im Easy-Mode einfach nachweisen. Das ist der Weicheischuppen Junior. Ich bin hart genug für den salzigen Spucknapf. Herzlich willkommen im salzigen Spucknapf. Wie hart bist du? Wie hart ich bin? Ich würde so langsam sagen, also so langsam hab ich dich, Robin. Weil so langsam fällst du auf meine Maschen rein. Ja, du bist die einzigste Person, der ich diesen E-Mail-Verkehr geschickt habe. Diesen E-Mail-Verkehr und auf einmal ist es auf Telegram. Tja, komisch. Du denkst, du spielst 5D-Schach, aber du spielst nicht 5D-Schach, Digga. Du spielst 5D-Schach gegen dich selber. So, ich hoffe, du kannst dein Verhalten irgendwann mal verantworten. Einfach ein wunderbares Zitat von dem Sokrates unserer Zeit. Ich werde jetzt allen sagen, dass du derjenige bist. Viele Lieferungen, Essensbestellungen von vielen Restaurants hier in Dresden haben darunter gelitten, dass du so viele Pizzen rausbestellt hast. Behaltet im Hinterkopf, nicht nur verbreitet Aline gleich diese äußerst rufschädigenden Tatsachenbehauptung vor einem Publikum jenseits der 400.000er-Marke,
Nein, sie verkündet auch noch diese Lügen bewusst an jeden, bei dem sie es nur kann, weiter zu verbreiten, obwohl sie zu 100% weiß, dass das, was sie da von sich gibt, gelogen ist. Hören wir mal rein in diesen kleinen Verleumdungsschmankerl. Viele Lieferungen, Essensbestellungen von vielen Restaurants hier in Dresden haben darunter gelitten, dass du so viele Pizzen rausbestellt hast. Du hast in erster Lage nicht erkannt, es ist okay, wenn du ein Problem mit mir hast, aber andere Menschen damit reinzuziehen. Die einzige Person, die den Ernst der Lage sichtlich nicht erkannt hat, bist du, Aline. Du hast echt viel Mist gebaut. Aber jetzt hast du mich wirklich so weit gebracht, dass mir der Geduldsfaden einfach gerissen ist. Eben deswegen gehe ich jetzt auch auf dem juristischen Wege so hart gegen deine Taten vor, wie es nur geht. Du stellst hier die unwahre Tatsachenbehauptung auf, dass ich auf ekelhafteste Art und Weise bewusst anderen Unternehmen und anderen Menschen Schaden zugefügt habe. Diese strafbare Äußerung verschlimmert sie mit folgender Aussage nochmal im Wesentlichen. Aber allen anderen, denen du geschadet hast, zwecks Essensbestellungen in der Corona-Zeit, alle hatten Probleme mit Essen. Das, was sie hier gemacht hat, ist ein kleiner rhetorischer Trick, den sie allerdings gerade in so einer Situation, wenn sie keinen Beweis hat, nicht hätte anwenden sollen. Sie versucht hier mittels eines Reizthemas, dem Virus, emotional gegen mich aufzuhetzen und betont ganz bewusst, wirklich ganz bewusst, dass diese Zeiten schwer sind und ich darauf scheiße und allen hart schaden würde. Dieses so emotionale und omnipräsente Thema eignet sich perfekt für eine emotionale Manipulationsverleumdung gegen mich. Da wie gesagt fast jeder betroffen ist, und etwas damit anfangen kann. Somit der Spalt vom Emotions- und Nachvollziehbarkeitsfenster weiter geöffnet und ihren Aussagen damit noch mehr Wucht verliehen wird. Einzig und allein mit dem Zweck, mich möglichst hart zu verleumden, weil ich dich kritisiert habe. Das, was du da machen möchtest, ist Hass auf mich erzeugen und du gehst dabei so weit, Dinge zu instrumentalisieren, durch die Menschen wirklich zu schaden oder sogar um ihr Leben gekommen sind, nur um mir, wie gesagt, eins reinzuwürgen. Das ist hochgradig justiziabel, Aline. Und noch längst nicht alles. Du hast andere mit reingezogen, Restaurants, die hier tonnenweise Pizza hergebracht haben über Lieferando, weil du Essensbestellungen aufgegeben hast. Du weißt selber ganz genau, dass sich in dieser Telegram-Gruppe über 5000 Menschen befinden und du von allen Ecken und Enden Breitseite bekommst. Wieso gehst du davon aus, dass genau ich derjenige bin, der über einen, so wie du berichtest, langen Zeitraum mehrfach Fake-Bestellungen tätigt? Warum soll ich das alles gewesen sein? Wie kommst du auf diesen völlig absurden, unlogischen Gedanken? Ist dir nicht aufgefallen, dass das irgendwie nicht sonderlich viel Sinn ergibt? Ich sag dir eins, du hast so vielen Menschen geschadet, nicht nur mir. Und ich hoffe, du kriegst dafür deine gerechte Strafe. Und nochmal betonen, dass ich möglichst vielen Menschen Leid zugefügt habe. Es folgt ein Part, in dem sie ihren Wohnort wieder selber veröffentlicht. Ich weiß, Aline, du liegst alles von allen und jedem, mit dem du im Zwist liegst. Aber die Daten von dir selber? Komm schon. Anschließend behauptet sie erneut das hier. Und Robin, es war sehr, sehr dumm, Leute aus Weimar zu schicken. Weißt du, was wirklich sehr, sehr dumm war? Also erstmal, wie gesagt, dass es nicht von dir, sondern von mir zensiert wurde. Es war einfach extrem dumm, auf meine Abmahnung nicht zu reagieren. Zu dem Zeitpunkt war ich nämlich noch gnädig. Ich stelle euch nun das inhaltliche Profil der Abmahnung vor. Das hartnäckige Verbreiten und Wiederholen der im Video gezeigten gegenständlichen Äußerungen, dass ich der Hacker sei, der deine IT-Systeme widerrechtlich kompromittiert hätte, dass ich Essen auf deinen Namen bestellt habe. Punkt 1. Der am Anfang gezeigte Text besteht gänzlich aus rufschädigenden Lügen. Punkt 2. Nach 10 Sekunden des Videos wirfst du mir ein zweites Mal vor, ein krimineller Hacker zu sein. Es ist öffentlich breitmaschig bekannt, dass du gehackt wurdest und somit schiebst du mir eine rechtswidrige Tat von großem öffentlichen Interesse zu. Dieses Verhalten bezichtigt mich nach § 202a Strafgesetzbuch einer Straftat. Du tätigst außerdem Vorwürfe gleicher Couleur wie Abfangen von Daten § 202b StGB, Datenhehlerei 202d, Sabotage gemäß 303b. Die Behauptung, ich habe Leute geschickt, ist haltlos und falsch. Punkt 4. Die Tatsachenbehauptung, ich habe massenhaft falsche Essenslieferungen getätigt, ist nicht nur geeignet, um meinen Ruf verächtlich zu machen, weil es auf moralischer Ebene eine Bankrotterklärung ist, so etwas zu tun. Nein, es handelt sich dabei ebenfalls um eine Straftat. Mal abgesehen, auf welche Art sie das auch noch getan hat. Punkt 5. Die im Eingangstext vorgeworfene Herbeifügung falscher Polizeieinsätze, auch Swatting genannt, erfüllt einen empfindlichen Straftatbestand nach § 145 Absatz 1 StGB und ist somit ebenfalls sehr rufschädigend. Punkt 6. Sämtliche vorgenannten und von Ihnen über das Internet verbreiteten Vorwürfe sind dazu geeignet, den sozialen Geltungsbereich von mir erheblich zu beeinträchtigen. Gerade da alles von einem Publikum von fast 500.000 Leuten stattfindet. Mit Verbreitung werden es sogar über 500.000 gewesen sein.
Das werde ich mir von dir nicht länger gefallen lassen, Aline. Mit deinen strafbaren Äußerungen übst du des Weiteren eine unzulässige Schmähkritik aus, da es dir ausschließlich darum geht, mir zu schaden und mich im öffentlichen Ansehen herabzusetzen und zu beleidigen. Explizit, weil du ganz genau weißt, dass deine Behauptungen falsch sind. Muss ich dir das hier nochmal vorspielen? Und wer in der Nähe von diesem wohnt und ihn sieht, mach mal bitte ein Foto von ihm. Also ich sag's nochmal. Wer ihn sieht, kann ihn gerne mal von mir grüßen. Ich habe ihn ja schon angerufen. Also ich habe seinen Vater angerufen und habe gesagt, hier, ihr Sohn macht ganz schön böse Dinge. Ich habe seinen Vater angerufen, die Nummer habe ich ja auch. Gesagt, hier, wo ist ihr Sohn? Der zieht mich im Internet ganz schön aus. Was soll ich dazu sagen? Hier haben wir auch nochmal auf Video, dass sie ganz genau weiß, dass ich nicht der Hacker bin. Und alles andere auch nicht getan habe. Sie weiß es, okay? Damit hast du mich in meinen Persönlichkeitsrechten verletzt. Mein Anwalt und ich haben zwecks Ausräumung der Wiederholungsgefahr, die bei dir deutlich gegeben ist, eine nach ständiger Rechtsprechung stets erforderliche, hinreichende, strafbewährte Unterlassungserklärung zugeschickt. Gerade da du in der Zwischenzeit viele weitere Male verleumderische Behauptungen gegen mich aufgestellt hast, die ich eventuell auch noch abmahnen werde. Diese Unterlassungserklärung hättest du bis zum 17. August unterschreiben müssen, was du nicht getan hast. Und das war ein großer Fehler. Gerade weil du es ja für nötig gehalten hast, so viele weitere Dinge zu tun. Du weißt selber ganz genau, was ich meine. Da stand ja auch folgender schöner Satz drin. Sollten sie diese Frist ungenutzt verstreichen lassen, so werden wir unserem Mandanten die gerichtliche Durchsetzung seiner Ansprüche empfehlen. Und das werde ich tun, Alina. Wir sehen uns vor Gericht. Vielleicht erstmal noch nicht, weil ich per Eilverfahren eine einstweilige Verfügung gegen dich erwerben werde, was übrigens ziemlich teuer werden kann. Wir sehen uns spätestens in der Hauptverhandlung, im zweiten Prozess, Alina. Ich habe den Streitwert eigentlich extra niedrig angesetzt, auf nur 25.000 Euro, was bei so einer Reichweite, die du hast, und bei so schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen wirklich enorm niedrig ist. Sonst würde dich das Ganze nämlich komplett finanziell zertrümmern. Ich habe noch nicht einmal Schadensersatz gefordert, was ich problemlos hätte machen können. Und ganz ehrlich, das bereue ich etwas. Aber auch nur etwas, weil Gerichtsprozesse bei dem Streitwert sehr, sehr teuer werden können. So wird potenziell aus einer geringen vierstelligen Summe auch ganz gerne mal eine höhere fünfstellige, die du dann bezahlen musst. Nur für diesen Prozess. Und es bleibt ja auch nicht bei einem. Und da du die Frist hast verstreichen lassen, werde ich nicht nur zivilrechtlich gegen dich vorgehen. Nein, ich werde auch einen Strafantrag zwecks strafrechtlicher Sanktionierung deines Verhaltens beantragen. Verleumdung ist kein Kavaliersdelikt. Und du hast mich nicht nur einmal verleumdet, Aline. Wobei, Zuwiderhandlung bei Strafe werden Unterlassungserklärungen auch ganz schön ekelhaft werden. Seht ihr hier. Und wenn du gegen die einstweilige Verfügung, die ich erlassen möchte, verstoßen solltest. Schau mal hier, so eine Strafe kann ich dann erwarten. Ob du dir das leisten kannst? Na, zum Glück gibt es sowas wie Zwangsvollstreckung. Du, liebe Aline, hast es bei der falschen Person zu weit getrieben. Und sei dir gewahr, ich kenne nicht mal den kleinsten Funken Gnade mit dir. Das war erst der Anfang.